näher ans Geschehen gekommen. Und Rostock ist zu weit weg vom Zaun, das ist nicht exotisch. So standen wir da mit die Rammplanküche. Und die Gegebenheit 10 Tage vorher, dass es in Mecklenburg-Vorpommern absolut keine Biobauer gab. Sicher nicht im Mai, wenn das Ding stattfand. Da wurde gesagt, das einzige Bioprodukt, was man hier kriegen kann, das sind Hip-Kinder. Da habe ich mir schon mal hochgerechnet, wie viel von diesen Töpfchen Hip man nötig hat, um 7000 Leuten zu füttern und gedacht von, okay, das wird nie was werden. Und dann bin ich 7 Tage lang durch Meckpomm gefahren, bin alle Bauer, die ich finden konnte, abgefahren und habe gefragt, von wie viel spritzt du eigentlich oder was benutzt du auf dein Land? Kann ich damit mit einverstanden sein? Und was hast du da rumliegen an Kartoffeln, die zu klein sein oder zu groß sein, dass du die verkaufen kannst? Wir haben es geschafft. Ich habe alles zusammen 25 Tonnen Essen, Gemüse zusammengekriegt in einer Woche. Und wir haben auch im Rostock die 6000 Leute gut bekocht. Und einer von den 6000 Leuten war ein 18-jähriger Teenie, die zu Hause nie das essen wollte, was sein Vater kocht. Und sein Vater ist so richtig jemand, der versucht, gesund zu kochen. Ein bisschen zu gesund für sein Sohn wahrscheinlich. Und die war für das erste Mal von seinem Leben auf einer Demo. Und wenn er dann nach einer Woche wieder zurückkam nach seiner Heimat, war die erste Frage von allen, von uns, wie war es? Die haben alle geglaubt, der wird jetzt erklären, Hubschrauber in die Luft, Polizei und geschlafen, konnte nicht schlafen von dem Lärm und so. Das Einzige, was er sagt, das Essen war klasse. Der Sohn ist der Sohn von meinem Verleger. Durch diese Aussprache hat die Verleger einmal gedacht von, hey, interessant, da gibt es jemand, die kocht für 6000 Leuten und mein Sohn findet es lecker. Und es ist auch noch vegetarisch oder vegan, weil meistens auf die große Aktion kochen wir vegan, was an sich ein Änderungsprozess ist, was wir ziemlich gemerkt haben in 28 Jahren. Weil wir sind vor 28 Jahren als ein von den ersten großen vegetarischen Küchen angefangen. Und dann auf dem Demo wurde immer gefragt, und wo ist das Fleisch? Ich habe noch nichts zu essen. Ich habe zwar Gemüse auf meinem Teller, aber es ist noch kein Fleisch, es ist noch kein Essen. Und wir den versucht zu erklären, dass wir eine vegetarische Küche sind. Ich selbst habe noch nie Fleisch gegessen in meinem Leben. So, ich weiß, dass man ohne Fleisch überleben kann. Und mittlerweile sitzen wir in einer Situation, wenn wir irgendwo kochen und die Leute kennen uns noch nicht, dass die erste Frage ist, ist es vegan? So, in die 28 Jahren hat sich eine riesige Umpolung stattgefunden in die Bewegung, dass veganes Essen etwas mit Politikdenken zu tun hat oder dass wenn man eine politische Meinung hat, dass der veganes Essen dazugehört. Und das haben wir auch so in Rostock mal wieder erlebt. Rostock wurde angekündigt bei Attac als ein voll veganes Camp. Und da waren ganz viele Leute, die noch nie vegan gegessen hatten in ihrem Leben und auch für die erste Mal auf eine Demo gingen und dann auf ein Camp. Und die hatten als Notranzun Würstchen und alle anderen Sachen mitgenommen, so von, wenn wir dann eine Woche da überleben mussten auf veganes Essen, haben wir jedenfalls Würstchen in unserem Zelt, dann können wir, das kriegen wir hin, wir überleben. Das vegane Essen nehmen wir auch noch dazu. Wir haben das erst gemerkt am letzten Tag vom Camp, wenn Leute kamen und uns ihre Würstchen brachten. Die waren mittlerweile blau geworden und verschiedene hatten schon gewogen von selbst und so, weil die hatten völlig vergessen, dass sie das dabei hatten. Das Essen hat dem so gut geschmeckt, dass die ihre Notvorratsranzun alle bei die Küche abliefern kamen. Wir hatten am Ende vom Camp hinter unserer Küche ein Berg von ungefähr 225 Kilo oder so an Fleischprodukten liegen. Die Leute
mitgenommen haben und völlig vergessen haben zu essen. Was für uns mal wieder ein Gefühl gab von, oh ja, no, scheint gut gewesen zu sein, was wir gemacht haben. Demo-Kochen ist das Erste, was man als Demo-Koch machen muss oder können muss, ist improvisieren. Weil du kannst dich alles ausdenken, wie du willst, es kommt immer anders. Ja. Du bist zum Beispiel, denkst du, ah, heute ist ein schöner Tag, heute machen wir Falafel. Und bei Falafel braucht man heiße Öl. Und genau auf dieses Moment entscheidet zum Beispiel die Polizei, Wasserwerfer einzusetzen. Dann ist die Kombination heiße Öl und Wasserwerfer ist ziemlich gefährlich. Wir haben immer das Vorteil, dass wir, so weil wir eine Küche haben, so ein bisschen unauffällig bei der Polizei mal nachfragen können, was die eigentlich vorhaben. Wenn die dann so mit ihren großen Wasserwerfer kommen und so von, hast du Lust, die jetzt einzusetzen? Oder, weil, weißt, ich habe gerade 300 Liter heißes Öl stehen und wenn das Wasserwerfer jetzt eingesetzt wird, dann, wir wollen keine weh tun, aber ich weiß nicht, was da passiert. Und meistens kriegt man dann so eine Reaktion zurück von, du kannst weiter kochen. Und auf so einen Moment weißt du, okay, es ist Drohung von Polizei und du kannst weitermachen. Aber dein Plan, was du vor den Tag hast, ist wieder voll verändert. Oder was ziemlich oft passiert ist, dass die Polizei findet, dass wir kein Essen am Blockades bringen dürfen. Weil dann die Leute auf die Blockade da länger sitzen. Das ist auch der Grund, warum wir das tun. Ja, wir wollen, dass die länger sitzen. Und auch darauf haben wir über die Jahre hinweg so unsere eigene Strategie entwickelt. Ich suche immer irgendwie einen Polizist mit ganz vielen Streifen. Das sind meistens Leute, die irgendwie Kommando haben von irgendetwas. Und die fragt man dann, ob es über ihm noch jemand gibt, die ihm Kommandos gibt, und wenn du dann so 2 Stunden beschäftigt bist, hast du irgendwie am Ende so einen Einsatzleiter, und das sind dann meistens die Leute, wo du richtig offen mit reden kannst. Und das offen reden ist dann meistens von unserer Seite so von, ja, wir haben hier 600 Liter Suppe, wir haben 6000 Leute auf die Blockades, an euch die Entscheidung. Wir können da jetzt hinlaufen und erzählen, dass wir 600 Liter Suppe stehen haben und von der Polizei verweigert werden, die an den zu bringen, oder du lasst uns durch. In die ersten Falle sind wir nicht verantwortlich für was passiert. Und ich kann vorstellen, dass wenn 6000 Leute bei minus 10 Grad auf einer Blockade sitzen und zu hören kriegen, dass ihre Suppe nicht kommt, dass es vor dem schwerfällt, gewaltfrei zu bleiben. Das weiß die Polizei auch. Und in meisten Fällen wird die Polizei dann auch uns sagen von, mach mal, wir lassen euch durch. Das Komischste ist, dass wir über die Jahre ein System entwickelt haben, was so gut funktioniert, dass die Polizei immer gegen uns sagt, von wenn da irgendwie ein Blockierer auf einer Straße sitzt, dann ist innerhalb von 5 Minuten steht er ein Dixi-Klo und ein Volken, ein Volksküche, und sorgt für das Essen. Und unsere Polizeigruppe muss manchmal 18 Stunden ohne Essen durchhalten. Es gibt von Heiligendamm einen ganz schönen Film von einem Einsatzkommando von Bayern, von München, die 24 Stunden nichts zu essen gehabt haben und über ihre Einsatzwagens, über ihre Megafons an die Blockierer fragen, ob sie bitte rausgelassen werden, weil die seit 24 Stunden nichts mehr zu essen gehabt haben. Und wir haben immer so von, ach, wir füttern die Polizei gern mit, kein Problem. Wenn du Essen haben willst, kannst du das bei uns abholen. Aber sie dürfen es nicht. Sie dürfen nicht essen, was wir kochen, weil es kann vergiftet sein. Dass wir anders haben, vielleicht auch 15.000 andere Leute mit vergiften, ist eben dann einfach die Dinge, die
immer wieder verwunderbar ist. Aber ein großes